Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute mal ein etwas anderes Video, denn wir stellen euch unsere Top 6 Plätze vor, die wir letzte Woche in Antalya besichtigt haben. Und eventuell gibt es noch ein, zwei Plätze, die wir zwar nicht angesehen haben, aber trotzdem als ganz gut erachten. Zumindest denken wir das. Nummer 1. Die Dünenwasserfälle in Antalya. Wir waren zuerst bei dem unteren Dünenwasserfall. Das Besondere hierbei ist, dass der Dünenstrom über die 50 Meter hohen Klippen hier diesen beeindruckenden Wasserfall bildet. Und wann hat man schon mal einen Wasserfall gesehen, der direkt ins Meer mündet? Eintritt gibt es hier gar keinen und ihr könnt den Wasserfall am besten zu Fuß oder auch per Boot von unten bestaunen. Nicht weniger sehenswert ist der obere Dünenwasserfall. Den könnt ihr im Dünenpark finden, welcher sich im Norden von Antalya befindet. Der Eintritt in den Park kostet umgerechnet nur 50 Cent. In dem Park an sich könnt ihr den oberen Dünenwasserfall in seiner ganzen Fülle erkunden. Das Coole hier ist, dass man durch ein Höhlensystem Perspektiven auf den Wasserfall bekommt, die man sonst nicht bekommen würde. In dem Park an sich bekommt man auch einen ganz guten Eindruck, wie viel Kraft das Wasser eigentlich hat. Also teilweise die Strömungen, die da durch die Verengung durchgehen, das ist echt richtig, richtig beeindruckend. Und da will man nicht so gerne ins Wasser fallen, weil da kommt man, glaube ich, nicht ganz so easy wieder raus. Insgesamt ein sehr schön angelegter Park und von uns auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das mal genauer anzuschauen. Nummer 2. Das ist die Altstadt von Antalya. Nicht wundern bei den Aufnahmen, die sind vielleicht etwas dunkel, was daran liegt, dass wir sehr früh morgens da waren. Das tut allerdings überhaupt nichts zur Sache, denn dafür hatten wir die Altstadt komplett für uns allein. Wir sind durch das ganz bekannte Hadrianstor durchgelaufen und von da aus hat man dann einen wirklich schönen Blick auf die ganzen Restaurants, die Cafés, die kleinen Geschäfte, also wirklich eine richtig schöne Atmosphäre hat man dort. Und am Ende kommt man dann noch am Hafen raus. Auch hier kann man sich super gut hinsetzen. Es gibt ganz viele Restaurants und auch viele Schiffe, wie der Hafen eben sagt. Und uns hat es wirklich sehr gut gefallen. Weiter geht's mit Nummer 3. Und das ist die Ruinstadt von Le Botum. Diesen Spot haben wir über Google Maps mehr oder weniger zufällig gefunden. Und es war echt mega spannend, sich diese ganzen Ruinen genauer anzuschauen. Das Gebiet ist echt sehr weitläufig und man kann sich da vollkommen frei bewegen, denn das ist das Besondere, der Eintritt hier ist komplett kostenlos. Also hier ist es jetzt noch kein typischer Touristenspot, wir haben auch gar keine Touristen da gesehen, waren da komplett alleine und konnten die gesamte Ruinenstadt für uns alleine beanspruchen. Weiterer Pluspunkt ist, dass ihr hier von der Ruinenstadt aus auch einen echt coolen Blick über die Stadt Antalya habt, also unbedingt auschecken. Nummer 4. Das ist der Kosunlu-Wasserfall. Dieser liegt etwa 40 Kilometer nordöstlich von Antalya. Der Parkplatz ist kostenlos und der Eintritt ungefähr 1,50 pro Person. Hier gibt es außerdem ganz viele verschiedene Wanderwege, die man nutzen kann. Es verläuft sich hier auch wirklich richtig gut. Man kann hier sowohl mit Kindern als auch mit älteren Menschen umherwandern. Wir waren nämlich auch mit meinen Eltern. Neben dem größten Wasserfall, dem Kosunlu-Wasserfall, der etwa 18 Meter tief ins Wasser fällt, gibt es auch noch andere kleinere Wasserfälle und ganz viele verschiedene große Teiche. Und außerdem gibt es hier auch noch verschiedene Picknickplätze, wo man eben schön essen kann. Also alles im allem hat uns dort wirklich sehr gut gefallen. Man konnte viel entdecken und auch der Wasserfall bzw. die Wasserfälle haben uns wirklich sehr beeindruckt. Nummer 5. Das sind die Güber-Wasserfälle. Und ja, ich stehe hier mitten im See, der halb ausgetrocknet ist mit Flamingos. Den Wasserfall findet ihr in einem Nationalpark westlich von Antalya. Wie ihr genau zu dem Wasserfall kommt, das liegt komplett an euch. Also ihr könnt den normalen Weg folgen oder auch quer durch den Wald laufen, weil der Nadelwald hier ist echt sehr offen und man kann sich sehr frei bewegen. Empfehlen können wir euch auf jeden Fall, an dem Fluss entlang zu laufen, weil da seht ihr richtig gut die Entwicklung von einem normalen Fluss, der sich immer weiter in das Gestein frisst und so diesen Canyon bildet, wo dann schlussendlich auch der Wasserfall reinmündet. Für uns selber war das auch nochmal eine ganz neue Form von Wasserfall, weil wir standen hier wirklich am Top des Wasserfalls und konnten den Wasserfall beim Fall in den Canyon richtig zuschauen. Das war echt richtig beeindruckend und mal eine ganz andere Perspektive, wie man sie sonst kennt. Dadurch, dass der Wasserfall so extrem tief fällt, hat sich über tausende von Jahren ein richtig enger Canyon gebildet, der, wenn ihr flussaufwärts dem Weg weiter folgt, sich öffnet und sich eine riesige Schlucht darbietet, von der man eine richtig krasse Perspektive bekommt auf die ganze Natur ringsrum. Für alle, die mit Wohnwagen, Van, Auto oder sonstiges unterwegs sind und eine Übernachtungsmöglichkeit in dieser Region suchen,
Da findet sich auf jeden Fall bei der App Park4Night ganz easy ein Spot, wo ihr quasi unmittelbar an der Schlucht stehen könnt. Also checkt diesen Spot auf jeden Fall aus und genießt die Zeit dort. Nummer 6, das kann ich jetzt nicht mit meinen Händen zeigen, das ist der Gönig Canyon. Der Gönig Canyon ist sowas ähnliches wie ein Nationalpark. Man zahlt hier allerdings 3 Euro Eintritt pro Person und kann dann dort eben die Wanderwege nutzen und oberhalb von dem Canyon langlaufen. Am Ende des etwa 1,5 Kilometer langen Wanderwegs trefft ihr dann auf einen Wasserfall und da seht ihr dann eben auch, wie das Wasser in den Canyon fließt. Hier kann man übrigens dann auch im Sommer Bodyrafting machen. Im Internet steht, dass das ungefähr 20 Euro gekostet hat. Allerdings denken wir, dass die Preise mittlerweile etwas erhöht wurden, da auch unsere Eintrittsgelder erhöht wurden. Außerdem gibt es hier auch noch ganz viele Ziplines, die man benutzen darf und auch kleine Restaurants, wo man dann eine Kleinigkeit zu sich nehmen kann. So, das waren jetzt unsere Top 6 Plätze, die wir unserer Meinung nach in Antalya gesehen haben muss. Wir haben allerdings noch 2 Plätze ausgelassen, wo wir denken, dass es auch ganz sinnvoll wäre. Ja, das ist einmal das sind einmal die Ruinen von Termessos. Mhm. Das ist auch in dem westlichen Nationalpark mit drin. Das ist der Top 5 Platz, den wir erwähnt hatten. Ja. Und da habt ihr Eintritt 2,50 Euro. Das kann man sich auf jeden Fall auch nochmal mit anschauen. Genau, und das nächste wären dann die Karain-Höhlen oder Höhle. Das kostet auch 2 Euro pro Person, haben wir jetzt aber auch ausgelassen. Genau. Genau, und an dieser Stelle beenden wir dann das Video. Wir hoffen sehr, dass es euch geholfen hat, falls ihr dann mal wieder in Antalya seid. Falls ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns auch Bilder, falls ihr dann mal in Antalya seid. Genau. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.